Der Internetkonzern Sea wächst wahnsinnig schnell. Er ist aufgestiegen innerhalb von wenigen Jahren zum größten E-Commerce-Konzern und zum größten Gaming-Anbieter in Südostasien. Die Aktie ist stark gestiegen, sie hat aber die letzten Monate auch wieder stark korrigiert. Ist das jetzt eine Einstiegschance? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Ballerspiele, die Fortsetzung der Kneipenschlägerei mit anderen Mitteln. Ich kann nicht viel sagen zu Ballerspielen eigentlich, obwohl Bayern hier ja eigentlich immer noch das deutsche Texas ist. Aber auch bei uns beginnt der Tag nicht mehr mit einer Schusswunde im täglichen Kampf mit den Wittelsbacher Forstbehörden. Er beginnt schon eher mit einem Prosecco beim Käfer oder im Beachhaus in Rottach. Mei, das sind Genusswelten. Also es geht auch hier schon wirklich ein Bach runter langsam. Aber wir waren bei Ballerspielen, zu denen ich nichts Substanzielles sagen kann, außer sie sind wahnsinnig beliebt. Es ist inzwischen ein riesiger Markt und das erfolgreichste Ballerspiel aller Zeiten, das ist Free Fire. Man springt irgendwo ab mit dem Fallschirm, man besorgt sich dann Waffen und dann bringt man seine Gegner idealerweise alle um. Der da halb oben rechts, das ist übrigens nicht Mark Friedrich. Free Fire ist bei uns relativ unbekannt. Es wird hauptsächlich gespielt in Asien und in Lateinamerika. Es ist bei Google Play, im Google Play Store inzwischen 1 Milliarde Mal runtergeladen worden. Man kann es auf dem Smartphone spielen, auch auf relativ einfachen Smartphones. Das ist der große Vorteil. Und Free Fire ist wirklich eine Gelddruckmaschine. Es wird vertrieben von Garena. Garena ist eine Tochtergesellschaft der börsennotierten Sea Limited. Und auf Basis von diesem Erfolg, da hat sie eben gleich auch noch ein E-Commerce-Geschäft hochgezogen, hat auch da den Markt wirklich aufgerollt in Südostasien. Ist da in wenigen Jahren aufgestiegen, wirklich zum größten E-Commerce-Anbieter mit einem abgewickelten Umsatz letztes Jahr von 62,5 Milliarden Dollar, war zugleich zum Vorjahr nochmal ein Anstieg um 77%. Damit ist sie von den großen E-Commerce-Konzernen weltweit mit Sicherheit der Umsatz, mit der wachstumsstärkste und mit Sicherheit eben auch eine der spannendsten Aktien. Ist es auch eine gute Aktie? Es ist auf jeden Fall eine Aktie, mit der hat man schon viel Geld verdienen können, man hat aber auch schon einiges Geld damit verlieren können. Wer eingestiegen ist, so 2017, 2018 und dann theoretisch dabei geblieben ist bis zu den Höchstständen Ende letztes Jahr, der hätte seinen Einsatz ja verzwanzigfacht, aber weil spätestens so ab 2020 am Anfang der Corona-Krise, da haben die Anleger gemerkt, was da gerade passiert und wie schnell sie eben wächst und wie erfolgreich die sind, haben sich dann eben auch um die Aktie gerissen. Der Börsenwert war in der Spitze bei über 200 Milliarden Dollar, also viel mehr als jeder DAX-Konzern. Und viele Anleger haben sich das wahrscheinlich dann aber irgendwann mal nur noch so von der Seite angeschaut und haben gesagt, Mensch, so eine Wahnsinnsaktie, ich würde ja kaufen, aber vielleicht sind sie eben doch schon zu teuer. Nur wenn sie mal korrigiert, dann steige ich sofort ein. Die Gebete sind erhört worden, wie man hier sieht. Sie hat stark korrigiert. Von ihrem Hoch im Oktober ist sie jetzt in der Spitze um 75% gefallen und liegt auch jetzt noch immer noch so fast 70% im Minus. Das allerdings auch nicht ganz ohne Grund. Also soll man jetzt einsteigen? Wenn man sich E-Commerce an sich so anschaut, als Sektor, also jetzt mal abgesehen von Amazon, aber da ist die letzten Monate wirklich fast alles stark gefallen. Sie haben letzte Woche von uns ja auch einen Report bekommen zu Alibaba und zu JD.com, die zwei E-Commerce-Riesen aus China, die ja auch beide stark gefallen sind in letzter Zeit. Da hat es natürlich auch Sonderfaktoren gegeben in China.
Und morgen gibt es dann von uns einen Report zu zwei solchen Aktien aus Lateinamerika. Ein E-Commerce-Riese und ein Fintech-Konzern von dort. Beide Aktien auch stark gefallen, wo wir uns dann eben auch die Frage stellen, ist das jetzt da eine Einstiegschance? Weil das sind ja Märkte, die noch nicht so abgegrast sind und wo es im Prinzip noch Potenzial gibt. Die Reports von uns, die sind gratis, die kann jeder lesen. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Wie gesagt, morgen geht dieser Report raus und der Link dafür ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. Aber zu Sie. Das ist der CEO, Forrest Li, ein Chinese, Mitte 40, Stanford-Absolvent, Bewunderer von Steve Jobs, wohnt jetzt in Singapur, wo auch der Firmensitz ist und ist natürlich Multimilliardär. Den Vornamen Forrest, den hat er sich selber gegeben, wegen dem Film Forrest Gump. Und man kann nur hoffen, dass aus dem Film nicht auch die Firmenphilosophie kommt. Also Erfolg durch völlige Ahnungslosigkeit, mehr oder weniger. Aber irgendwer hat dann eben gerufen, lauf Forrest, und er ist gelaufen. Garena, die Gaming-Plattform, ist gegründet worden 2009 und Shopee, die E-Commerce-Plattform, die ist 2015 dann gegründet worden. Und der dritte wichtige Bereich, das ist inzwischen C-Money, also Bezahldienst, Kredite, Finanzprodukte, das Übliche eben in einer App. Das Wachstum ist immer noch beeindruckend. Sie war ja schon im Jahr 2020 ziemlich groß. Und trotzdem ist der Umsatz von 2020 auf 2021 nochmal um 128% gestiegen, von 4,4 auf ungefähr 10 Milliarden US-Dollar. Das unterste ist der Gaming-Bereich, immer noch sehr wichtig. In der Mitte E-Commerce ist jetzt der umsatzstärkste Bereich und oben noch C-Money, ist bis jetzt noch relativ klein, wächst aber dafür besonders stark. Hier haben wir das Umsatzwachstum bei Z-Money, die letzten 5 Quartale. Es ist im Jahresvergleich gestiegen um 711%, obwohl es in Südostasien ja auch andere etablierte Wettbewerber gibt schon in dem Bereich. Das ist also nicht selbstverständlich, dass da Z-Money jetzt trotzdem so gut angenommen wird. Der E-Commerce ist sowieso eine Erfolgsgeschichte. Das hier, das ist jetzt nicht der abgewickelte Umsatz, sondern das, was an Umsatz hängen geblieben ist, auch bei Sie. Auch da zum Vorjahr fast nochmal eine Umsatzverdoppelung auf 1,6 Milliarden Dollar allein im vierten Quartal. Sie haben es also schon drauf. Sie sind deutlich schneller gewachsen als der Markt. Als Shopee gegründet worden ist, da war ja der mit Abstand größte Anbieter in Südostasien noch Lazada. Gegründet von Rocket Internet und 2016 verkauft an Alibaba. Da sollte man eigentlich meinen, gegen die kommt keiner an. Aber sie, die haben das geschafft. Sie sind aus dem Nichts gekommen und haben die weggeputzt. Das abgewickelte Umsatzvolumen von Shopee, das ist inzwischen mehr als das 2,5-fache als das von Lazada. Das hätte keiner gedacht. Und hier der Umsatz der Entertainment-Sparte noch, also Gaming. Und da sehen wir jetzt aber, da knirscht's inzwischen ein bisschen mit dem Wachstum. Das Wachstum war da nur noch bei 7% zum Vorjahr und vor allem auch, es war vom dritten Quartal zum vierten Quartal rückläufig. Man hat also das Gefühl, mit diesem Free Fire, da ist der Markt jetzt vielleicht doch ein bisschen gesättigt oder andere Spiele sind vielleicht interessanter geworden. Garena hat viele Spiele natürlich, aber Free Fire macht den Hauptumsatz da. Und das ist schon ein Problem, ein gewisses, weil hier ist nämlich das operative Ergebnis bereinigt um Sondereffekte. Die graue Linie ist die Nulllinie. Den Gewinn bringt die Spielesparte ausschließlich. Ist auch noch mal gut gestiegen von 1,98 auf 2,78 Milliarden Dollar. Shopee und Z-Money und die anderen Bereiche, das kleine Graue dann noch, die sind alle hochdefizitär und haben ihren Verlust auch noch mal ausgeweitet. Das starke Wachstum ist also teuer, das verbrennt Geld und zwar auch fast doppelt so viel wie im Jahr vorher noch. Und dadurch haben wir im Vorjahr noch einen operativen Gewinn gehabt von 107 Millionen Dollar, im letzten Jahr dann aber einen operativen Verlust von 594 Millionen Dollar.
Und was noch schlimmer ist, der E-Commerce und Z-Money werden ja finanziert durch die Gaming-Sparte seit jeher. Ohne das wäre es eben nicht gegangen wahrscheinlich. Aber wenn das Gaming-Geschäft jetzt eben schwächelt, und so sieht es ja zurzeit aus mit dem Umsatzrückgang, dann kann im Prinzip das eben auch den Rest vielleicht mal nicht mehr so quer subventionieren. Und dann muss man da vielleicht in den anderen Bereichen auch kleinere Brötchen backen in Zukunft. Und das heißt dann vielleicht wiederum, dass die Wachstumsstory ja so langsam ihrem Ende zugeht. Es hat auch noch andere Gründe gegeben für den Kursverfall. Also Tencent aus China zum Beispiel, das ist ein großer Aktionär, die haben Aktien verkauft neulich, da waren die Anleger geschockt. Aber eigentlich haben sie ihren Anteil ja nur reduziert von 21,3 auf 18,7%, ist im Prinzip verschmerzbar. Ein größeres Problem war, Free Fire ist in Indien blockiert worden, zusammen mit vielen Apps aus China. Und Indien ist ein wichtiger Markt. Und man weiß jetzt nicht so genau, blockieren die Inder das, weil sie in Sie auch ein chinesisches Unternehmen irgendwie sehen, oder gibt es da andere Gründe? Sie ist natürlich kein chinesisches Unternehmen, eigentlich ist es aus Singapur. China hat da auch eigentlich keinen Zugriff auf die Daten. Und das klärt sich vielleicht auch wieder. Aber wie gesagt, Gaming ist eben die Cash Cow. Und wenn es da nicht mehr so gut läuft, dann wird es vielleicht auch insgesamt enger. Forrest Lee hat gesagt, das tut jetzt alles weh, aber da müsse man jetzt eben durch, und es gibt langfristig noch sehr viel Potenzial, und man sah auf dem besten Wege, das auch zu heben. Als man in E-Commerce eingestiegen ist, 2015, wo es doch mit dem Gaming schon so gut gelaufen ist, da hätten auch viele Investoren schon gesagt, warum tun wir uns das denn an? Aber es hätte sich dann doch gezeigt, es sei richtig gewesen. Und wie gesagt, sie haben ja auch wirklich gezeigt, dass sie was können, dass sie Märkte eben auch aufrollen können. Das war schon beeindruckend. Und von Free Fire, da gibt es jetzt eben auch eine neue, bessere Version, die kommt jetzt wohl auch ganz gut an inzwischen. Und sie entwickeln auch weitere zusätzliche Spiele. Sie haben dazu auch Phoenix Labs übernommen aus Kanada. Das ist also alles nicht aussichtslos. Und die Analystenkursziele, die sind zwar runtergesetzt worden in den letzten Monaten, aber die sind immer noch fantastisch. Die Aktie hat am Freitag geschlossen in den USA bei 116 Dollar. Wir haben aber jetzt relativ neue Kursziele von Maybank zum Beispiel von 160 Dollar, von Jefferies von 197 Dollar und von der DBS Group, einer der größten Banken in Asien, das liegt sogar bei 272 Dollar. Wäre also ein Kurspotenzial jetzt zwischen 40 und 135% laut diesen Kurszielen. Und die sind eben so hoch, weil man sagt, E-Commerce ist in Südostasien noch ein Wachstumsmarkt. Der Anteil vom E-Commerce am gesamten Einzelhandelsumsatz ist da erst bei 11%, das ist also noch ausbaufähig, und weil man sie eben auch immer noch sieht, mehr oder weniger als so eine Art Superwachstumsunternehmen. Also trotz der Rückschläge in letzter Zeit sei das also jetzt eine Kaufgelegenheit. Ich selber würde sagen, kann gut sein, aber die Grundannahmen von den Analysten ein, die sind schon noch immer noch sehr positiv. Da darf jetzt also nichts mehr verrutschen. Und man darf ja auch nicht vergessen, der Börsenwert liegt jetzt auch immer noch bei 65 Milliarden Dollar. Das ist das 6,5-fache vom letzten Jahresumsatz für ein defizitäres Unternehmen. Was also wirklich jetzt mal gut wäre, wenn der E-Commerce irgendwann auch mal in die schwarzen Zahlen kommt. Das Gaming bringt ja schon einen operativen Gewinn von 2,8 Milliarden Dollar. Und wenn E-Commerce jetzt eben auch zumindest eine schwarze Null hätte, das wäre schon mal was. Ich befürchte nur, dass es erstmal dazu nicht kommt. Letztes Jahr sind die Kosten ja schon stark gestiegen, und dann greift Shopee ja jetzt auch in Brasilien an. Auch ein hochinteressanter Markt, aber wird wahrscheinlich auch erstmal wieder teuer, diese Expansion. Und ich kann mir auch vorstellen, dass auch in Südostasien die Kosten hoch bleiben, weil der Wettbewerb da auch zunimmt. Alibaba zum Beispiel mit der Tochter Lazada, die sind auf dem Hauptmarkt China ja ausgebremst worden letztes Jahr, und die haben jetzt schon angekündigt, sie werden sich sehr stark jetzt konzentrieren aufs internationale Wachstum auch, speziell eben in Südostasien. Und Amazon und eBay, die sind ja auch noch da, und auch noch ein paar lokale Anbieter. Mit anderen Worten, der Wettbewerb auch in Südostasien bleibt wahrscheinlich hart.
Und das Zweite ist aber auch, dass wir in einer völlig anderen Marktphase sind im Moment als die letzten 2 Jahre. Hier ein schöner Artikel aus der Financial Times, das war schon im Dezember. The Sell-off in Market Silliness. Frei übersetzt, der Abverkauf am Markt von allem, was eher dämlich ist. Und drunter gleich ein Bild von Cathie Wood, ist auch nicht sehr schmeichelhaft natürlich. In der Corona-Krise, die letzten 2 Jahre, da haben wir wirklich einen Markt gehabt, wo jedes Geschäftsmodell, wenn es nur irgendwie spannend war und irgendwie interessant und irgendwie digital, da war die Bewertung völlig unerheblich. Das war wirklich egal. Und das ist jetzt einfach nicht mehr so. Steigende Zinsen, Wachstumssorgen und eine Rotation, die definitiv weggeht im Moment von Wachstumsaktien. Und die schwachsinnigen Sachen, die es da gab, die sind ja sowieso schon stark eingebrochen. Und auch bei dem, was jetzt aber nicht ganz schwachsinnig ist, auch da schauen die Anleger jetzt einfach viel, viel genauer hin. Und das natürlich auch völlig zu Recht. Ich glaube durchaus, dass es durch die Verkaufswelle insgesamt, die wir da gehabt haben in dem Sektor, dass es da schon auch wieder Chancen gibt mittlerweile, weil es gibt ja Wachstumsaktien und Technologieaktien, die auch wirklich gut sind. Ich glaube aber auch, der Sektor an sich ist eben auch noch relativ wackelig und er ist relativ riskant, weil eben auch Sentiment getrieben im Moment. Und auch bei einer Aktie wie Sie, da geht es im Moment nicht wirklich so darum, was passiert da wirklich, was sind die aktuellen Meldungen und Entwicklungen, sondern es geht eben auch ganz stark darum, wie ist heute allgemein das Sentiment für Wachstumsaktien? Ist heute Risk on oder Risk off? Fällt die Aktie heute um 8% oder steigt sie um 8%? Das muss einem klar sein. Im Moment würde ich sagen, sind ein Drittel von der Kursentwicklung die tatsächliche Lage und Entwicklung und 2 Drittel sind einfach Marktsentiment. Soll heißen, man kann die Aktie kaufen, würde ich sagen, auf dem Niveau jetzt. Es ist natürlich nicht uninteressant nach der Korrektur. Ich würde aber, wenn überhaupt, hier nur wenige kaufen oder erstmal nur wenige. Und ich will auch keine Ratschläge Ihnen erteilen jetzt. Aber zumindest dann, wenn Sie sich eher sehen als Langfristinvestor, dann ist sowas wie Sie im Grunde keine Aktie von denen, aus denen ein Portfolio hauptsächlich bestehen sollte, sondern sowas kann man haben, auch vielleicht mal als Beimischung da eben, aber die Basis von einem Portfolio, das sollten dann doch eher andere, solidere Aktien sein, die weniger spekulativ sind. Man kann sagen, frei nach Forrest Gump, der Aktienmarkt ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt. Aber Pralinen sind eben immer noch Pralinen, die enttäuschen einen eher selten. Eine spekulative Einzelaktie, die kann einen aber schon manchmal enttäuschen. Die einzigen Pralinen, die mich wirklich brutal enttäuscht haben, das waren die, die mir Lars Eriksen vor einem Jahr geschickt hat. Das können Sie sich aber anschauen in einem anderen Video hier. Und nochmal zur Ehrenrettung von Ballerspielen. Ballerspiele sind natürlich besser als ein richtiger Krieg, ist uns allen klar. Und die Firma West Games aus Kiew, die hat 2014 das Spiel entwickelt, Areal hieß es, ein Kampf gegen Mutanten in den Wäldern Russlands. Und angeblich haben die damals einen Brief bekommen von Wladimir Putin, in dem er geschrieben haben soll: Ich liebe Videospiele genau wie Ego-Shooter und ich mag die Idee. Es ist wichtig, dass sich unsere Völker nicht beschießen, sondern stattdessen solche Spiele spielen. NTV hat damals darüber berichtet. Es ist aber nie rausgekommen, war der Brief jetzt wirklich von Putin oder kam das von seiner Tochter vielleicht oder hat sich da einfach irgendwer einen Witz draus gemacht. Jedenfalls, das Spiel ist nie fertig geworden und mit Putin kam da in die Richtung auch nie irgendwas zu Stande. Genauso wenig wie ein Boxkampf zwischen Putin und Klitschko, das hätte ja mir ganz gut gefallen, wäre alles selbstverständlich besser gewesen als das, was wir jetzt haben. Darum, ich wünsche Ihnen weiter viel Spaß mit Ihren Ballerspielen. Ballerspielen können ein großer Beitrag sein für den Weltfrieden, aber gehen Sie ab und zu auch mal an die frische Luft und denken Sie natürlich auch noch dran, dass Sie sich auch eintragen noch für unseren gratis Zukunftsmärkte-Report für die beiden Aktien aus Lateinamerika, der morgen rausgeht auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, danke fürs Zuschauen.